Hier habe ich vielleicht hier nicht richtig geguckt. Gut, dann geht's nochmal in das Sonnenlevel. Mal sehen, ob's da ist. Obwohl ich hier ja eigentlich nachgeguckt habe. Ich meine, hier gäbe es irgendwo so eine Stelle, wo man eigentlich immer irgendwie was vergisst. Ich meine, da wird so eine Kiste stehen. Ja, vielleicht habe ich die schon... Das ist der Fünfer, so. Okay, ein Zweier fehlt noch. Das ist so eine Stelle, die vergisst man immer. Deswegen konnte ich mich noch ganz gut dran erinnern. So, wo ist der Zweier? Ist der Zweier. Das können wir nicht machen hier mit dem Anzeigen, ne? Nee, schade. Vielleicht ist er doch bei dem Musikding. Musste da unbedingt noch mal drüber laufen. Ich guck dann noch mal. Vielleicht habe ich auch oben auf der Plattform irgendwie was vergessen, weil da lagen ja ganz viele Zweier rum. Das ist schon ein bisschen blöd, ne? Dann liegt er vielleicht doch in der normalen Welt. Nur wo ist die Frage? Ich habe auch keine Lust, das jetzt rauszuschneiden irgendwie. So früh am Anfang. Ich glaube, ich gehe nochmal diesen Außenbereich ab. Das hier. Habe ich hier schon geguckt? Ja. Also diesen Weg außenrum, den gehe ich jetzt nochmal ab. Und wenn da nichts ist, dann warten wir, glaube ich, einfach auf die Fähigkeit von Sparks, uns Sachen anzuzeigen. Weil dann haben wir dafür auch noch einen guten Grund, das mal zu benutzen. Ich flieg mal schnell noch hier rüber. Guck hier mal.
Ich weiß nicht, so Orgel hört sich immer nach Lava an. Frag mich nicht warum. Es hört sich irgendwie immer noch nach Lava an. Ich wüsste nicht, wo das hier liegen soll, weil der Außenweg ist halt so klein. Beziehungsweise so unverschachtelt. Ich wüsste nicht, wo das hier liegen soll. Tja. Vielleicht noch hinter dem Nachhause-Ding hier. Nee. Na gut, dann verlassen wir das Level so. Und, warten wir halt ab. Ein Zweier. Falsche Richtung. Dann gehen wir jetzt hier zu den Tikis, die wir aber noch nicht komplett machen können. Endlich funktioniert mein Tor wieder. Komm mich mal in der Tiki-Lodge besuchen. Okay. Schmelzkrater. Ab geht's. Weil da brauchen wir einen weiteren Charakter, den wir steuern können. Und ich mach mal hier die kleinen Würzeltieren kaputt. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Aber die stehen hier so rum. Rhinoxe treiben hier ihr Unwesen. Aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki-Lodge herausholen, um etwas dagegen zu unternehmen. Lehm. Okay. Das ist ein Indiana Jones Verschnitt. Sieht jedenfalls ein bisschen danach aus. Indy! Und das sind unsere. Ja, ist klar. Dinger, wovon wir. Unsere Libellen bekommen. Beziehungsweise Schmetterlinge. Ich hab's mit denen, ne? Nehmen wir erstmal ihmchen. Der hat eine größere Reichweite. Also das Level hört sich auch richtig schön nach Lava an. So, das passt richtig. Ricky in der Tiki-Welt. So, hier war noch was, genau. Und da ist noch eine Knolle oder Wurzel, whatever. Sorg dafür, dass dein Freund Sparks, die Libelle, immer gesund ist, Spyro. Wenn seine Gesundheitsanzeige niedrig ist, fackel ein Tier wie diese Schnecke hier ab, um einen Schmetterling freizulassen. Die arme Schnecke. Ah, die ist süß. Ich mag die. Komisches Schwein. Mieses Schwein. Ich finde irgendwie. Weiß nicht, die Level sind so kurz. Also jetzt die Anfangslevel. Ich habe die irgendwie. Ich meine, 2 Euro 2 wären die ein bisschen länger gewesen. Aber
Weiß nicht. Weil wir sind jetzt hier schon wieder so gut wie am Ende. Aber dafür gibt es halt hier noch diese kleinen Zusatzlevel. Und dafür gibt es eine Trophäe. Hallo. Hier, nimm Rocky. Dieses Ei. Die haben sie gestern Abend in der Tiki Lodge verteilt. Da war Tiki doch richtig. Ich war mir ja so unsicher. Curly. Gesundheit. Tschüss. So, da hat man gerade schon gesehen, wen wir dafür brauchen. Wir können dann, glaube ich, mit dem Schild wieder reden. Los. Hinweis, Wachtmeister Bird befindet sich zurzeit auf einer wichtigen Mission. In das Innere eines Käfigs. Dumm gelaufen, die Zauberin. Okay. Wachtmeister Bird ist unser anderer Charakter, den wir noch steuern können. Ich möchte nicht mit dir reden. Oh, da war ein Schlüssel. Ich habe das schon wieder total vergessen, dass am Anfang eine Truhe stand. So, kriegen wir. Okay, dann war es doch kein Gönnerpunkt. Schade. Ich dachte, hier gäbe es keine Punkte drauf, oder ich habe irgendwo einen vergessen. Dann reden wir mal mit ihmchen. Spyro, du kommst gerade rechtzeitig. Ich habe zwei Eierdiebe durch diese Tür da flüchten sehen. Nun, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck geheim zu halten, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich lasse dich gern durch das Tor, um sie zu verfolgen. Für einen, kleinen Finderlohn. 300. Na gut. Danke, Spyro. Und viel Glück beim Fangen dieser garstigen Eierdiebe. Ich fand irgendwie die Stimme von Gelzack im zweiten Teil besser, weil, weiß nicht, es hat irgendwie besser zu dem gepasst. Meines Erachtens. So, ich gehe jetzt nochmal den Weg hier lang, guck, ob ich irgendwo noch so eine olle Wurzel verpasst habe. Ein Leben. Das sieht nicht so aus. Dann war es wahrscheinlich kein kleiner Punkt. Aber ich weiß, wo es noch einen gibt. Dann gibt es nämlich da. Bei ihmchen hier. Da gibt es noch einen Körnerpunkt drin. Der total dumm ist irgendwie. Aber gut. So, was hast du zu erzählen? Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Ich habe nämlich einen verdächtig aussehenden Typen mit einem Ei dort drüben gesehen. Der Steini! So, hier haben wir, wie nennt sich das? Supersprint nennt sich das. Wir holen aber erstmal alle Edelsteine. Und dann tun wir uns einen abwürgen. Okay. Gut. Könnerpunkt fürs Nichtstun. Das ist auch wieder so eine Welt,
Finde ich nicht so gut. Hier gibt es zu viele Versteckmöglichkeiten.